Sehr geehrte Konzertbesucherinnen, sehr geehrte Konzertbesucher, liebe Kinder. Im Namen der Musikgesellschaft Rohrmatt darf ich Sie, liebes Publikum, ganz herzlich zum diesjährigen Jahreskonzert 2023 begrüßen. Denen, die letztes Jahr auch schon am Konzert waren, habe ich es hier schon gesagt. Ich bin musikalisch leider nicht so begabt wie die ganze Runde hinter mir. Ich habe dafür ein grösseres Maul und darum habe ich auch dieses Jahr das Mikrofon in den Fingern und sitze nicht auf dem Stühle hinter mir. Mein Name ist Liana Losli und ich darf Sie heute durch das sehr interessante Konzertprogramm begleiten. Wie Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Programm bereits entnehmen konnten, handelt es sich dieses Jahr um einen ganz besonderen Anlass unter dem Motto Abschiedskonzert vom Kapellmeister Hans-Peter Schwegler. Zum Auftakt hat Ihnen die Musikgesellschaft Rohrmatt den schmissigen Marsch Prager Leben aus den Federn von Jaroslav Lapsky, einem typisch tschechischen Komponist, geboren 1875 im Königreich Böhmen, gespielt. Dabei handelt es sich um Originalnoten von den Egerländer Musikanten, arrangiert vom bekannten Gerald Weinkopf. Und Prag ist für unseren Dirigenten Hans-Peter Schwegler etwa kein unbekannter Ort. Er hat die böhmisch-mährische Musikstadt schon mehrmals persönlich besucht. Wir hoffen, dass wir Sie, liebes Publikum, bereits jetzt auf einem gediegenen Konzertnachmittag mit dem bestbekannten und beliebten böhmischen Musikstil lustig machen können. Weiter geht es jetzt gerade mit einem musikalischen Konzerthöhepunkt. Freut euch des Lebens! Ein Bravourstück für Solotrompeten und Blasorchester, komponiert von einem Urschweizer Musikpädagog, Verleger und Komponist, Hans-Georg Nägeli. Dabei handelt es sich um die Melodie von einem der populärsten deutschsprachigen Volkslieder. Gespielt wird der anspruchsvolle Solopart von unserem talentierten 17-jährigen Zimmermann-Lehrling und Trompetensolist, Dario Heller. Und Dario, er ist übrigens schon die vierte Generation Heller vom Schallerhaus in der Schule, wo hier in der Musikgesellschaft Rohrmatt spielt. Ich bitte um vollste Aufmerksamkeit mit der bekannten Melodie «Freut euch des Lebens» mit dem Dario und seinen Rohrmatt-Musikantinnen und Musikanten.
Danke vielmals für den herzlichen Applaus. Ich bin mir sicher, dass die Musikantinnen und Musikanten nicht traurig werden sein, wenn sie den ganzen Nachmittag mit so schönem Applaus begleiten können. Sie, liebes Publikum, Sie kommen jetzt in Genuss von einem weiteren Marsch mit dem originellen Namen Donauschwaben, komponiert vom deutschen Georg Ernst. Vom 17. bis ins 19. Jahrhundert sind im Zusammenhang mit der Habsburger Monarchie viele Deutsche, eben Schwaben, in die Länder der Stephanskrone ausgewandert. Das hat seinerseits viele Kolonisten und ihre Nachkommen betroffen. Donauschwaben, so wie das nächste Stück heisst, ist ein Sammelbegriff für eben die sogenannten Schwabenzüge. Liebe Konzertbesucherinnen, liebe Konzertbesucher, geschätzte Kinder, gute Unterhaltung und viel Vergnügen mit Donauschwaben und den echten Luzerner Hinterländer Rohrmatt-Musikantinnen und Musikanten. Thank you.
Ja, die Deutsche und die Musik. Da kommt mir gerade eine Begegnung in Sinn, wo ich letztens mit einem Deutschen und seinem Kollegen hatte. Die haben zusammen so ein bisschen diskutiert und ich habe zugelassen. Und dann hat der Deutsche bei seinem Kollegen gejammert, wie ein Armer er sei. Seine Frau, die spiele die ganze Zeit die beleidigte Leberwurst. Der Kollege hat nachher zum Deutschen geantwortet, er könne sich glücklich schätzen. Seine Frau, die spiele Geige. Apropos Geige. Ich weiß nicht, wissen Sie den Unterschied zwischen einem Trampolin und einer Geige? Wenn ich so in die Runde schaue, scheint das nicht der Fall zu sein. Bei einem Trampolin, da zieht man die Schuhe aus, bevor man drauf rumgumpelt. Jetzt möchte ich aber nicht mehr länger über Geigenspielerinnen und Spieler sprechen. Schliesslich haben wir ja keine dieser Geigenmusik. Aber falls Sie sich jetzt gefragt haben, wieso die Geigenwitze immer so kurz sind, wir wollen ja alle, dass sie auch von den Trompeter verstanden werden. Ja, weiter geht es jetzt mit einer wunderschönen böhmischen Polka mit dem Titel Elwanger Polka von Ladislav Kubes Senior, einem tschechischen Komponist, der 1924 geboren ist. Elwanger liegt übrigens im Bundesland Baden-Württemberg. Da gibt es auch einen bekannten Biergarten namens Schweizer Haus. Kein Wunder also, entsteht in solchen Gebieten so wundervolle böhmische Blasmusik. Geniessen wir zusammen die wunderbaren Polka-Klänge im typisch böhmisch-mährischen Stil. Gute Unterhaltung!
Der im 1959 in Bayern geborene Komponist, der Franz Gerstbrein, hat mit folgendem Stück Pfundig ein Solostück für Blasmusik und Tuba geschaffen. Das Werk, das stammt aus der Originalnote von Gunnar Diet und seinem Blasorchester Egerland. Ja, die Tubisten die versuchen jetzt manchmal nicht nur musikalisch, sondern teilweise auch handwerklich. Klappt manchmal besser, manchmal weniger gut. Letztens ist mir gesagt worden, es bräuchte ins 5 Tubisten, um eine Glühbirne reinzuschrauben. Einen, der Glühbirne hebt und 4, die Schnaps trinken, bis sich der Raum dreht. Für unser Tuba-Solo brauchen wir jetzt aber nur einen Tubist, und zwar einen von unseren schmalsten Musikanten, den Andi Schmidiger. Er verzaubert sie mit seiner massigen Tuba und pfundigen Tönen zum wahrhaften Staunen. Gute Unterhaltung mit unserem Solist, Andi Schmidiger, mit dem pfundigen Solo für Tuba. Viel Vergnügen!
Guten Nachmittag, geschätzte Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Jahreskonzert von der Musikgesellschaft Rohrmatt, wo auch zugleich das Abschiedskonzert von unserem langjährigen Dirigent Hans-Peter Schwegler ist. Aber wir reden bestimmt nicht jetzt schon von Abschied, wenn wir kaum haben angefangen zu spielen. Besonders begrüßen möchte ich unsere Ehrenmitglieder. Grüßen möchte ich auch sämtliche Mitglieder der Stadt sowie Kirchenbehörden Willisau. Namentlich erwähnen möchte ich gerne unseren ebenfalls musikalischen Stadtpräsident Andi Marti und Stadträtin Irma Schwegler-Graber. Ebenfalls begrüße ich den neuen musikalischen Leiter der Jugendmusik Willisau, Matthias Koch. Schön, dass du heute auch bei uns bist. Von der Presse begrüße ich das Team Telenap. Wir freuen uns jetzt schon auf eine interessante und tolle Berichterstattung. Ein weiterer Willkommensgruß richte ich an alle Konzertstückspender, Gönner und Sponsoren. Vielen Dank für die stets treue Unterstützung. Ja, auch dieses Jahr sind wieder viele Freundinnen und Freunde von der Musikgesellschaft Rohrmatt da, die gleich viel Freude haben am Musizieren oder sonst ein schönes Vereinsleben dürfen geniessen. Antonia, darf ich dich bitten, Delegationen abzulesen, die heute Nachmittag hier den Weg zu uns in die Festhalle gefunden haben? Das ist der Stadtrat Willisau, Blaskapelle Dorfmusikanten Horb, die Landsberger Blaskapelle Mauters, Burgmusik Rotenburg, die Feldmusik Willisau, die Feldmusik Adligenswil, die Feldmusik Menzenau, die Feldmusik Grosswangen, die Musikgesellschaft Schlierbach, die Musikgesellschaft Hergiswil, die Musikgesellschaft Wau, die Strickmusik Menzenau, die Brassband Uviken Buchs, die Brassband Zau, die Brassband Schütz, die Veteranenmusik Willisau, die Betriebsmusik Sevenair, die Kleinformation Poma Walzka, der Männerchor Dürrenrot, der Joderclub Burgfreunde Rotenburg, der Kapellenchor Schüle, Kultur im Zentrum Egoldswil, Kanto Willisau, der Männerchor Schenkenwau, der Männerchor Alberswil, der Jugendkreis Willisau, Trachtengruppe Rausmu, Korporation Stadt Willisau, Dringligüsser Willisau, Dringli-Musikanten und der Frauenimpuls Willisau. Ja. Besten Dank für euch Erscheinen. Ich freue euch alle wieder einmal zu sehen, aber der Demo am Anlass. Ja. Hört man mich? Ja. Gut, wie es in den letzten Jahren das Konzert schon immer ein bisschen Tradition ist bei uns, verlosen wir hier alle unter allen Delegationen einen kleinen Preis, und zwar gibt es zu gewinnen eine Verpflegung und etwas trinken, das man hier nachher in der Festwirtschaft einlösen darf. Jetzt bitte ich hier Antonia gut zu mischen, dass da alles richtig zu und her geht. Wir sind schließlich nicht bei der FIFA, das gibt eine richtige Mal. Gut. Also, ich bin drinnen.
Ja, und der Gewinner ist ausserkantonal, und zwar der Männerchor Dürrenrot. Die Person darf schnell zu mir kommen. Herzliche Gratulation! Und einen grossen Kollegen und Kolleginnen. Merci. Ja, wenn wir jetzt hier in die Reihe schauen, sehen wir von lauter blühende und aufgestellte Musikantinnen und Musikanten. Ja, aber da der musikalische Garten da hinten auch längerfristig auch noch blüht, braucht es ab und zu wieder ein neues Pflänzchen, wo der nachher sprießt. Mit grosser Freude dürfen wir an der nächsten GV zwei junge Sprösslinge in unsere Reihe aufnehmen. Das wäre das Flavia Meier und Simon Pizzi. Das ist Flavia Meier, wie schon gesagt. Auf der Klarinette. Dank deiner Mami aus den Voreckeln hast auch du Wurzeln in der Ohrmatte. Ja, Flavia, so an einer Musikprobe kommst du alle eher ein bisschen ruhiger daher. Aber ich glaube, das ist nicht immer so. So wie mir alle erzählt hast, bist du am Samstag oben oft ein bisschen unterwegs. Wir haben es auch am Donnerstag gesehen. Wir haben es jetzt auch gestern oben gesehen. Ich glaube, dich trifft man am Samstag oben eher im Ausgang wieder vor dem Fernsehen. Fürs weitere Nachtleben wünsche ich dir viel Erfolg und natürlich bei der Musik natürlich auch, gell? Schön bist du bei uns. Ja, das hier ist der Simon Pizzi auf der Posaune. Du bist in deinem Bruder Lukas zu uns gefolgt, der zurzeit in dieser Krautenschule ist. Ja, nebst vielen Blasmusikaktivitäten findet man dich auch etwa in Luzern an einem Fußballmatch. Ein eher grösserer FCL-Fan. Also ich kann das sehr gut begreifen, weil dort innen fühle ich mich auch wohl. Und ich bin umso froh, als jetzt du bei uns in der Musik bist. Nur so können wir zusammen alle in unserer inoffiziellen Selbsthilfegruppe etwa die eine oder andere Niederlage zu viel zusammen verarbeiten. Gell? Simi, schön bist du bei uns, gell? Gut. Am Freitag, 2. Juni, findet in Rausmau die kantonale Veteranen-Ehrung statt. Mit grosser Freude dürfen wir dort einen Musikant an dem oben auf Rausmau begleiten, der zum eidgenössischen Veteran geehrt wird. Und zwar ist das auf dem Tenorhorn der Beat Losli. Liebe Beat, wir gratulieren dir ganz herzlich zu dieser ehrenvollen Ehrung. Wenn man 35 Jahre in einem Verein musizieren darf, muss doch einiges stimmen. Neben dem Musikalischen bist auch du kameradschaftlich eine grosse Bereicherung. Wie wir alle merken, fühlst du dich sehr wohl in unseren Reihen. Nur so kann man auch den gesunden Appetit jeweils nach einer Probe erklären, die du jeweils alle hast. Deine aufgestellte und natürliche Bescheidenheit schätzen wir sehr. Grosse Wünsche hast du nie. Am glücklichsten bist du einfach, wenn du ein ganz gutes Pastetli von dir hast und seit gestern oben sogar noch mit einer Brotwurst garniert. Schön. Dürfen wir dich ehren und freuen uns ganz fest. Bei uns in der Ohrmattmusik wird man nach 20 aktiven Vereinsjahren Ehrenmitglied. Dieses Jahr dürfen darf genau aus diesem Grund an der nächsten GV ein jung gebliebener Bursch zum Ehrenmitglied ernannt werden. Und zwar auf dem Schlagwerk und zugleich unser Vizepräsident, der Martin Neff. Lieber Martin, wir gratulieren dir ganz herzlich zu dieser bevorstehenden Ehrung.
Ich schätze es sehr, dass ich so einen zuverlässigen Partner bei der Vereinsführung neben mir zu habe. Die Ostern nachher und ich habe vernommen, dass auch heute wieder in den Vorregeln oben die obligate Eiertütschete gibt. Martin schaut, dass bis dann die Hühner genug legen und wir freuen uns jetzt schon auf Eier in allen Variationen. Besten Dank, Martin. Ein Blick in die Zukunft. Am 17. März 2024 hat die Rohrmattmusik Grosses vor. Nebst einer neuen Vereinsfahne dürfen wir auch an diesem Datum eine neue Musikuniform präsentieren. Glauben, uns ist allen klar, dass wir die grosse Anschaffung nicht allein auf unseren Schultern tragen können und sind jetzt schon froh, wenn wir auf eure Hilfe dürfen hoffen. Nur so ist es auch möglich, dass wir auch in Zukunft mit den neuen Vereinsfahnen von weitem gesehen sind und mit einer neuen Uniform genauso gut und schick aussehen, wie wir es eigentlich heute schon sind. Genau. Apropos neue Uniform. Wie könnte echt die denn aussehen? Wir alle auf der Bühne wissen das noch nicht so genau. Es ist nämlich ein sehr gut gehütetes Geheimnis. Mindestens so gut wie die geheime Kreuzer-Sulz-Mischung vom Appenzeller-Käse. Oder doch nicht ganz? Uniformchef Markus, was meinst du? Könntest du echt nicht heute Nachmittag etwas präsentieren, als ich da die Leute richtig ein bisschen lustig machen kann, zum Sammeln und Spenden? Gut, das ist dein Auftritt in dem Fall. He? Liebe Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher, liebe Kinder, natürlich ist in diesem Taschen nicht die neue Uniform. Aber trotzdem sehr ein spannendes Kleidungsstück. Das Uniformenteam hat nämlich beim Zusammenstellen der neuen Uniform ist auf etwas gestossen, das auch so schlicht und zeitlos ist, als wir gedacht haben, das müssen wir schon vorgängig posten. Und wir haben das sogar so weit gebracht, dass wir das sogar im Publikum dürfen zeigen. Und jetzt lassen wir doch die Trommelwirbel vielleicht noch. Das ist doch ein besonderer Anlass. He? Gut. Ja! Okay. Es lohnt sich, in die Rohrmattmusik zu kommen, wenn man so schöne Socken da anlegt. Ja, besten Dank, Markus. Wir freuen uns jetzt schon, wenn wir nicht mehr dran denken, könnten wir jetzt weiße oder schwarze Socken anlegen. Der Fall ist jetzt klar. Genau. Wir haben aber jetzt schon ein Zeitchen immer von dem Spenden und Sammeln geredet. Ja, wann fangen wir denn endlich an? Und das ist gleich. Sehr gleich sogar. Und zwar offiziell nach dem Konzertwochenende. Und das machen wir in Form von einem Feuerwerk. Zum einen das musikalische Feuerwerk, das ihr hier innen heute Nachmittag dürfen geniessen und ein anderes, das ihr gerne dürft mit heimnehmen. Und zwar, damit auch das Datum vom 17. März 2024 bei euch allen fest einbrennt und das Feuer von der Musikgesellschaft Rohrmatt noch länger Funken sprüht, haben wir heute Nachmittag etwas vorbereitet. Und zwar verkaufen wir anlässlich für unserem Start für unserer Sammlung einen Zuckerstock. Und das bedruckt mit unserem Festlayout von der Neu-Uniformierung und Fahnenweihe 2024. Ein Unikat, das wirklich sehr streng limitiert ist. Anschließend vom Konzert kann man den an einem Stand draussen kaufen für 20 Franken. Also wir hoffen alle ganz fest, dass wir das Feuer bei euch für die Musikgesellschaft Rohrmatt damit entfachen könnt. Ein Rohrmatt-Musikkonzert ohne Essen und zu Trinken kann man sich ja gar nicht vorstellen. Grossen Dank an die Festwirtschaft und an unsere Liebsten, die uns heute im Buffet und auch im Service unterstützen. Merci vielmals. Damit wir Musikanten im richtigen Licht, flott im Bild und der Klang, bis in die hinteren Reihen zu hören ist, braucht es kompetente Personen an den Schaltpult.
Besten Dank an das Team der Technik. Grossen Dank gehört auch an alle anderen Personen, die für ein erfolgreiches Jahreskonzert angepackt haben. Sei das von der Gestaltung des Konzertprogramms, über Tombola, sowie Bau und Dekoration und natürlich die vielen Arbeitseinsätze, die im Hintergrund geleistet worden sind. Ein riesen Dankeschön. Apropos Tombola. Anschließend vom Konzert findet unsere traditionelle Tombola inklusive der Schöckali statt. Mir ist bewusst, dass nicht jedes Los ein Treffer sein kann, aber jede Hand, die in das Körbli längt, ist definitiv ein Volltreffer für die Musikgesellschaft Rohrmatt. Merci vielmals. Grosses Dankeschön auch an unsere Familienmitglieder und Liebsten. Es macht vieles einfacher, wenn man von daheim so gut unterstützt wird. Am Schluss möchte ich euch, liebes Publikum, ganz herzlich danken. Nicht nur für den Besuch heute Nachmittag, sondern auch für die grosszügige Unterstützung während dem Vereinsjahr. Es ist immer wieder schön, wenn wir an unseren Anlässen wie Kölbi und auch Christkindli-Stube am Christkindli-Markt immer wieder so viele bekannte Gesichter darf antreffen. So, genug geredet für den ersten Moment. Ich schlage vor, wir wollen weiter mit Musik. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wir dürfen noch eine weiter Musik geniessen, und zwar im rassigen 3/4-Takt. Das nächste und zugleich das letzte Stück vor der Pause trägt der Titel Shelby. Der stimmungsvolle Walzer stammt aus den Federn von Claudia Muff. Claudia Muff ist eine Schweizer Akkordeonistin aus Rausmau, hier im Kanton Luzern. Ihr musikalischer Schwerpunkt ist Volksmusik, schweizerisch sowie international. Letztes Jahr, im Jahr 2022, ist sie mit der höchsten Auszeichnung im Goldenen Violinschlüssel geehrt worden. Arrangiert ist das nächste Stück Shelby von der ebenfalls in der Blasmusik bestens bekannten Evi Güdel-Tanner geworden. Liebe Kinder, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ich habe euch hier auf der Bühne vor eine Schüssel voller Süßigkeiten da. Wir hören jetzt zusammen noch ein Stück Musik und nachher dürft ihr in der Pause gerne nach vorne kommen und einmal in die Schüssel greifen und euch ein bisschen mit Süßes stärken. Jetzt aber noch eine absolute Konzentration vor der Pause und viel Spass mit dem stimmungsvollen Walzer Shelby. Thank you.
hoffe, dass Sie sich alle inzwischen für frische Gedenk versorgen. Musikantinnen und Musikanten jedenfalls auch die vielen frischen Gefühle und fahren jetzt mit dem zweiten Teil vom Zeitprogramm weiter. Das nächste Stück, das trägt den Titel Aargauer Feuerwehrmarsch von Stefan Jäcki. Stefan Jäcki ist bekannter Schweizer Komponist und Dirigent. Und wenn Sie den Marsch hören, dann wird Ihnen sicher klar, dass es sich dabei um eine in allen Mühlen bestens bekanntes Tier handelt. Geniessen Sie das Publikum und auch die Gesangskunst der Roma-Musikantinnen und Musikanten. Selbstverständlich dürfen Sie auch Sie sehr gerne mitsingen. In dem nächsten Stück handelt es sich bestimmt auch um eine kleine Familienangelegenheit. Spender von dem Marsch und gleichzeitig auch Tandemspieler ist nämlich der Patrick Ruf. Er ist der Ehemann unserer Flötistin, Barbara Schwegler, und ihr gemeinsamer Sohn, der Janik, die dazugehörige Fahne wird schwimmen. Wenn alle drei weiße Socken tragen, so dürfen wir uns auch hier mit. Mit dem Publikum, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem Aargauer Feuerwehrmarsch. We'll be right back.
Aargauer Flügelmarsch, ein wunderbarer Marsch, gespielt von der Musikgesellschaft Format. Bei uns geht es jetzt weiter mit einer typisch böhmischen Polka, die den Titel «Wir Musikanten» trägt. Das Stück stammt aus der Federn von Kurt Gedrin, einem Komponist aus dem Allgäu, geboren 1953. Auch bei dieser Darbietung hören wir wieder Rohrmatter Frauen- und Mannenstimmen. Diesmal bekommen sie aber noch professionelle Unterstützung. Und zwar werden sie vom bewährten Gesangsduo der Evi Barnett und der Manuela Kerner begleitet. Zwei unverzichtbare Stimmen für das Konzert von der Musikgesellschaft Rohrmatt. Gute Unterhaltung. Ja, wie sie sich selber können überzeugen können, gewisse Musikantinnen und Musikanten von der Rohrmatt-Musik Rohrmatt auch noch ein bisschen singen. Ich muss sagen, ich war auch recht erstaunt, als ich das bei der Probe das erste Mal gehört habe. Natürlich, wenn ich sich nicht zugehört habe, einfach nur sie nicht mehr singen. Aber wenn wir sie jetzt
in ihren Blasmusikinstrumenten lieben mit der Musizieren. Mit dem Polka Feuerfest vom bekannten österreichischen Josef Strauss, geboren 1827, folgt sich unser Posaunist Julian Meer mit Hammer und Amboss als Werk. Das Musikwerk ist zu Ehren von feuerfesten Tresoren, die stark und Feuer ausgesetzt wurden, sind gewidmet worden. Zum Anlass vom 20.000. eisernen verkauften Tresor von der Firma Mierheim, einer Wiener Kasse- und Tresorherstellerfirma, ist die Polka im 1861 von Josef Strauss geschrieben worden. Liebes Publikum, lauschen Sie den Ambossklang vom Hammermeister Lilian und seine Musikantinnen und Musikanten.
Langsam und gemächlich mit Blasmusik durch und in den Gitarren zauber. Wir bekommen dieses Stück Jasmin, weil er besonders wichtig und schleifhaftig Töne zu brechen gibt. Der Musikstück, das jetzt noch einmal hören, handelt sich um eine Berline. Der Name Berline leitet sich vom französischen Son Berline ab und bedeutet unter anderem mit den Berlin-Wörtern. Ich weiß nicht, ob das Ihnen manchmal schon passiert, aber ich habe den Ausgang auch so wieder zu einem Typ versucht anzuhören. Er hat gefragt, ob er unsere Telefonnummer tauschen. Doch er hat von Anfang an meine Vater hat es doch sehr gut. Ja, das Wochenende ist er die ganze Welt weitergegangen. Und am nächsten Morgen, als zum Fenster zurück kam, hat er meine Nachbarin gesehen, wie sie vor ihrem Haus mit einem Typen gemacht ist. Natürlich hat es mich gewundert, wer das ist. Darum bin ich auch am Mittag gefragt, ob das der Böschler oder der Milchmann war. Sie hat dann zurückgefragt, ob sie uns hier oder am Zähne gesehen hat. Das fällt Ihnen hier oft als Gesellschaftstanz im lebhaften Kirchenpakt Pakt verstanden, aber auch als Musikstuhl. Mit Berlinen bezeichnet Tänzerinnen und Tänzer, aber vor allem einen langsamen Musikstil, der im schnellen Rumba ähnlich ist. Oftmals setzen sich Berlinen an die Stelle von der schnellen Rumba-Musik. Im Stück Jasmin wird die Musikgesellschaft Rohrmatt zusammen mit Evi und Manuela begleitet. Ich wünsche Ihnen, liebes Publikum, viel Glück und viel Erfolg mit Flirten. Ich weiss, einige Kräfte sind grosse Schwierigkeiten. Männer können ja oftmals untereinander besser flirten, als sie mit uns Frauen können. Aber mit dem nächsten Musikstück Jasmin und dem Gesang von Evi und Manuela wird das sicher was noch klappen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Thank you.
auf den Stegen hat sie vorher vier Solisten von der Musikgesellschaft Dormat gehört und gesehen spielen. Der Dirigent, der Hans-Peter Schwegler, hat früher auch so Musikstunden gegeben. Und der Beat, der Bernhard, der Martin und der Philipp, der dahinter gespielt hat, sind alles ehemalige Musikschüler von Hans-Peter. Bei unserem Programm geht es jetzt mit einem typischen Egerländer Gesangsstück weiter, nämlich mit einem Polka, wo der Name «Wir sind Kinder von der Eger» trägt. Das Stück stammt aus den Federn vom leider schon verstorbenen Ernst Mosch. Und der Eger, das ist übrigens ein Nebenfluss von der Elbe in Deutschland und Tschechien. Hier bei uns würde man jetzt wohl eher die Buchlinger von der Roman sagen. Das Stück, das ist 1990 in einem Album von Ernst Mosch mit dem Slogan «Ein Klang begeistert die Welt» erschienen. Der Ernst Mosch ist übrigens so ein Gründer und musikalischer Leiter von der originalen Egerländer Musikanten. Für das Publikum genießen sie das Gesangsstück «Wir sind Kinder von der Eger» oder «Wie sie wollen» von der Buchlinger, wo die Romander Musikantinnen und Musikanten aus der Eger herstellen. Gute Unterhaltung mit der Evi, der Manuela und der originalen Buchlinger Musikantinnen und Musikanten.
Berner noch ein halbes oder vielleicht noch ein ganzes Bier oder gelegentlich ausnahmsweise vielleicht noch ein schwarzes mit Geist. Letztes Jahr war ich auch mit ein paar Musikantinnen und Musikanten im Sagen in der Ohrmacht gesehen und dann sind drei Taubstummen reingekommen, so weit so gut. Für mich haben die sich dann aber recht speziell auf verhalten. Der erste hat nämlich alle Vorhänge zugezogen, der zweite hat alle Vorhänge wieder aufgezogen und der dritte, der hat seine Hosen runtergelassen. Ich habe mich dann zuerst recht gefragt, was das soll, aber Sonny, die Wirtin, hat so gut gecheckt, um was es geht. Und sie hat dann für ein Trunkhaus ein helles und ein kleines Kümmel gebracht. Liebes Publikum, wir sind bereits beim letzten offiziellen Konzertstück angelangt. Treffend zum heutigen Nachmittag spielt die Musikgesellschaft Lohrmatt eine Polka mit Gesang, wo der Titel Böhmisch zum Schluss trägt. Im Namen von der Musikgesellschaft Lohrmatt bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen für Ihren Besuch und dass Sie sich in der Schmied Zeit genommen haben, um dem wunderbaren Wirken von der Musikgesellschaft Lohrmatt dir zu erweisen und allen Musikantinnen und Musikanten mit viel Lohn genannt Applaus bedankt und bewilligt haben. Ich bin sicher, dass nach einem riesigen Schlussapplaus noch einiges wird kommen. Danke zu fragen. Nach dem Konzert wird es noch eine Tombola geben, dass Sie gerne in Ihres Glück ein paar Lösungen dürfen setzen. Gerne dürfen Sie nachher auch noch sitzen bleiben und noch eins, zwei nehmen. Falls Sie aber vom Stück Jasmin immer noch in Verhörtouren sind, dann denken Sie bitte nicht zu viel. Nicht, weil es unter dem Nachmittag ist, sondern weil der Druck gehört, der ja bekanntlich die Hunderte einkaufen ist, wenn er die Sachen mit haben, die man weder braucht noch nicht. Ja, besten Dank, liebes Publikum, und später für die Heimreise und Wohnen in der Wochenstadt. Thank you.
Theater. Wir sind am Schluss angekommen. Aber gerne noch ein Dankeswort richten. Wir fangen nach links, nach rechts an. Zuerst dir, Jana Losli. Besten Dank für die tolle Moderation. Es hat wirklich sehr Freude gemacht, dir zuzuhören. Riesen Applaus für dich. Und zum Abschluss, Hans-Peter, möchte ich uns gerne auch noch ein paar Worte zu dir richten. Heute ein bisschen unter dem Motto Familie. Es sind vielleicht die letzten Jahreskonzerte, aber so schnell bist du schon auch nicht mehr bei uns. Du bist sicher auch bis am Sommer an unserer Seite, damit wir da auch genug Zeit haben, die richtige oder die richtige Nachfolgerin, Nachfolger von dir zu bestimmen. Wie wir alle feststellen, sind auch heute ganz viele Personen wegen dir ans Konzert gekommen. Für viele hat die erste Begegnung mit dir, mit Grüezi, Herr Schwäger, angefangen. Als Musikschullehrer hast du manches Mädchen und Bub dürfen für die Musik begeistern. Ja, auf so einer Musikstunde haben wir Schüler auch schon gemerkt, was wäre echt aus dem Herrn Schwäger geworden, wenn es keine Musik gäbe. Ja, man hat dann ganz schnell eine Meinung gebildet und sieht auf das Resultat von Jazzlehrer. Musikschule ist gut und recht gesehen, aber für das Obligate und Tannenbau und einen Christbau länger etwa 1-2 Jahre Musikschule. Es ist eher schon eingeworfen worden, dass man eine junge Musikantin oder Musikanten schon mit anderen Formen soll motivieren soll. Damit auch die Person für die nächsten Jahre das Hobby Musik setzt. Dann ist es dann hochgelegen, dass du auch die Initiative ergriffen hast und die ganze Mal junge Feinmusik in Wilsam Golf gründen. Ja, und dass das ein grosses Bedürfnis ist, hat man auch gemerkt am ersten Jungmusikabend, dass uns, glaube ich, dort rein 50 Minuten zugegangen sind. Also Details kann ich jetzt hier nicht erzählen. Ich schlage aber vor, die interessiert sind, dürfen sich noch gerne mit Stadtpräsident Andi Marti melden. Nämlich erst in dieser wilden Horde, mit drin sind uns. Nebst dem Umfeldmusik bist du auch an ganz vielen anderen Musikvereinen, Ensembles, die musikalische Leitung oder hast du selber gerufen mitspielen. Und so bist du auf die wunderbare, stolze Zahl 200 Jahre Bühnenerfahrung gekommen. Vereine sind gekommen und gegangen. An was konstant war und wo dich stark gemacht hat, das ist immer die Familie zu sehen. In deiner Karriere hast du bestimmt viele Spitzenmusiker zu tun gehabt. Aber auch am meisten Freude hast du immer gehabt, wenn du mit deinen Kindern eine Musik machen und mit denen dann an ein Musikbüro gehen. Ja, nicht nur wegen der vielen musikalischen Gedanken hat es dann auch ab und zu auf dem Weg an dieser Probe auch ein bisschen zum Album gebrochen. Ja. Nachdem, dass du bereits von 1971 bis 1974 für die musikalische Leitung in der Musik zuständig warst, hast du 2005 wieder zu deinen Wurzeln zurückgefunden. Dass du 30 Jahre bis zum Verein gewechselt bist, hat man am Anfang schon gemerkt. Weisst du noch, der erste grosse gemeinsame Auftritt an der Neon-Familie in Metzberg. Das Wetter war strahlend schön. Alles perfekt für den perfekten Festeinzug. Du bist auch strahlend geschritten und mit uns losgelaufen. Dann fängt er rassig nebenzu. Was für einen Schritt hat die beiden Männer gehabt? Ja, und der Rest von der Musik. Ja, der Rest von der Musik hat den zackigen Schnägelschritt noch nicht so weit aus gehabt und ist wütlich hinten getrocknet.
so gemütlich, wie es etwa für einen Sonntagsspaziergang im Menzberg oben üblich ist, mit 50 Metern Rückstand auf der Dirigent sind wir schlussendlich auch noch in der Pilzerkalle oder hier. Genau. Die Kernlernphase ist aber schon gleich vorbei und wir haben den gemeinsamen Weg für die nächsten paar Jahre definitiv gefunden. Grossen Dank gehört ihr auch, dass ihr noch den Vorgänger Alex Grassmann und Fred Braut weiterhin mit uns den unterhaltsamen böhmischen Spielgelegner, der mit die musikalische Literatur mit uns einstudiert, die uns allen am meisten Freude macht und unserem treuen Publikum sehr beliebt ist. Hans-Peter, wir sind sehr dankbar, dass sich die Wege von dir und der Musikgesellschaft Rohrmatt nach den 70 Jahren noch mal gekürzt hat. Wir danken dir vielmals für die wunderbare Zeit, die wir mit dir leben dürfen. Danke. Ganz unter dem Motto Familie, dann wird jemand ausgesucht, der dir auch sehr gross viel bedeutet. Und zwar richtet jetzt ein Gruß vom Stadtrat aus, nicht weniger als deine Schwägerin Irma Schneller-Graber. Darf ich mit einem herzlichen Applaus die Stadträtin Irma Schneller-Graber. Im Namen von der Stadt Wilsau und der Kulturkommission möchte ich dir ganz herzlich danken für dein grosses Engagement und das Wirken in unserer Gemeinde. Du hast einen sehr grossen Beitrag geleistet, dass Wilsau nicht nur wegen modernen Jazz bekannt ist, sondern auch für traditionelle, hochstehende Blasmusik. Unzählige Konzerte hast du mit deinen Musikantinnen und Musikanten einstudiert und so das Publikum erfreut. Wenn die Gemeinde oder die Kirche irgendeinen Anlass gehabt, wo es einen musikalischen Beitrag gebraucht hat, dann ist der Hans-Peter mit der Formation bereit gewesen und hat den Auftrag angenommen. 2002 hast du dann den Kulturpreis von der Stadt Wilsau bekommen. Das sicher nicht nur, aber auch wegen dieser hervorragenden Nachwuchsförderung, die du während den unzähligen Jahren gemacht hast. Der Philipp hat es schon erwähnt. Du hast die Jungmusik richtig in Schwung gebracht, du hast die Jugendlichen fasziniert für die Blasmusik und legendär, wie der Philipp auch gesagt hat, sind anscheinend die vielen, vielen Musiklagen, die du geführt hast. Ich glaube, da gehen Geschichten nur von diesen Jungen, beziehungsweise das sind jetzt nicht mehr Jungen, das sind schon erwachsene Leute, die da immer noch erzählen, was sie alles erlebt haben in diesen Musiklagern. Ja, und jetzt bist du bereits 24 Jahre erfolgreicher Leiter von der Rohrmatt-Musik. Ich weiss, das hat nach der Probe auch manche Überstunden gebraucht. Ich habe auch so einen daheim, der das erzählen wird.
Ich habe das Gefühl, dass wir hier sehr viele wunderbare, schöne Begegnungen gegeben und Freundschaften fürs Leben hat man geschlossen. Die spezielle Sparte von der Blasmusik, die du jetzt mit der Roma-Musik zelebriert hast, ist ein Bedürfnis von sehr, sehr vielen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das Publikum kommt nicht nur von der Umgebung oder von Willisau, sondern bald von der halben Schweiz und hat sich jetzt immer sehr gefreut, über die Jahreskonzerte zu hören. Aber eigentlich ist alles dabei. Und jetzt, Hans-Peter, kommst du in einer ruhigeren Zeit hinein. Du hast mehr Zeit, für mit den Einwohnern etwas zu tun, mit deinen Großkindern oder mit dem Timmy zu kommen. Eben, es ist auch sehr wichtig. Du kannst Spaziergänge machen, es ist kein Stress mehr. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die kommende Zeit. Bleib gesund. Und ich hoffe doch sehr, dass wir irgendwann nächstens können anstoßen auf den neuen Lebensabschnitt, Abschnitt, der jetzt von dir ist. Zuckerstieren hast.
der Schild steht da so ein. Merci, dann noch für den Wunsch. Wir machen jetzt noch ein bisschen Musik ohne Wetter. Danke. Sind Sie Spieler? Thank you.
weil wir mit etwas allen geschrieben gerechnet haben, haben wir für eine ganz schlimmste Fall noch einfach gemacht.